In diese Karten könnt ihr sehr, sehr nice investieren, Freunde. Schaut euch das Video von Anfang bis zum Ende an. Hallo meine lieben Freunde, ich bin der Reflex und herzlich willkommen in diesem Video. Heute habe ich wirklich extrem gute Investment-Tipps wieder für euch vorbereitet. Ich habe wieder zwei 11er-Mannschaften gebaut, wo ihr euch auch die einzelnen Karten raussuchen könnt, wie ihr es wollt, wie ihr es gewohnt seid von mir. Und ich würde sagen, bevor wir mit dem Video starten, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wir starten jetzt rein. Ich habe eine 11er brasilianische Mannschaft für euch zusammengebaut. Das sind Karten, die sehr viel Potenzial haben, wieder anzusteigen, noch mehr anzusteigen. Und die werden halt sehr gerne in SBCs geballert. Das ist einfach mehr oder weniger reiner SBC-Futter. Und wir wissen, die Tots kommen bald und da werden solche Karten wirklich sehr, sehr benötigt. Deswegen habe ich die jetzt hier auch mit reingepackt. Wichtig ist für euch, alle Karten über 2000 Münzen aktuell kosten oder die bei mir über 2000 Coins gerade angezeigt werden, die müsst ihr versuchen für 500 Coins günstiger zu kriegen. Zu den Rewards ist es auf jeden Fall möglich, die Karten werden noch alle sinken. Ich nehme das Video sehr früh morgens auf, deswegen kosten die Karten jetzt auch noch ein bisschen mehr, aber nach den Rewards, ihr werdet sehen, die Karten werdet ihr dann auch deutlich günstiger bekommen. Wie zum Beispiel ein Willian, für 2500 solltet ihr den auf jeden Fall kriegen. Versucht es denn wirklich so günstig wie möglich, wenn ihr den für 2-2-2-1 mitnehmen könnt, das wäre absoluter Jackpot. Da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Wie gesagt, alle Karten, die über 2000 kosten, 400, 500 Münzen günstiger. Talisca zum Beispiel könnt ihr für 1200, 1300 mitnehmen, jetzt habe ich einen Hänger, ja moin. Versucht alle Karten ein bisschen günstiger mitzunehmen, auch ein Richarlison für unter 2000, wenn möglich. Dann macht ihr hier mit diesen Brasilianern auf jeden Fall nichts verkehrt. Wir machen direkt weiter mit den Engländern, auch hier dasselbe Spiel wie bei den Brasilianern. Wirklich alle Karten, die über 2000 Coins kosten, 500 Coins günstiger. So, wir gehen jetzt mal auf den Preis und hier sieht man, das sind einige Karten, die sind noch sehr teuer. Die müssen auf jeden Fall noch zu den Rewards ordentlich sinken. Nehmt die wirklich so günstig wie möglich mit. Das ist halt wirklich hier sehr, sehr wichtig. Jede paar hundert Münzen können dann wirklich entscheiden, wie viel Gewinn ihr dann am Ende des Tages macht. Haltet euch die Karten auf jeden Fall, bis wirklich die Tots-Karten, die Tots-SBCs kommen, weil dann werden diese Karten explodieren und die gehen dann sehr, sehr stabil in die Höhe. Also es sind wirklich hier Engländer, die sehr, sehr gerne in SBCs gepackt werden. Es sind auch sehr viele Innenverteidiger hier mit drinnen. Linke Verteidiger habe ich hier zwei auch mit reingepackt. Mittelfeldspieler, Keeper. Also das sind auf jeden Fall gute SBC-Futterkarten, Jungs. Vertraut mir, geht gerne da rein, nehmt ihr so günstig wie möglich mit. Seid mir nicht böse für die Quali, ich habe mehrere Bilder zusammengepackt, deswegen ist es, wenn ich das vergrößere, ein bisschen schlecht. Aber ich denke, man kann es trotzdem gut erkennen. Es sind lauter Non-Rare-Karten, Gold-Non-Rare-Karten, die sehr, sehr viel Potenzial haben, extrem zu explodieren. Diese Karten haben massive Schwankungen und wenn ich euch die Schwankungen mal zeige, dann sieht man hier, die können richtig heftig explodieren. Und ja, nehmt euch da auf jeden Fall ein Dutzend von diesen Karten mit. Zahlt maximal 400 Münzen. Nehmt die so günstig wie möglich mit. Ich finde die aktuell sowieso sehr, sehr günstig. Und es ist ziemlich krass. Hier ist noch hinten Luis Maximiliano auch noch mit dabei. Versucht die wirklich für 400 oder unter 400 mitzunehmen. Da macht ihr bei diesen Karten wirklich absolut, absolut nichts verkehrt. Also die sind wirklich sehr, sehr günstig. Hier auch Maximiliano, auch sehr, sehr gute Schwankungen. Und die sind aktuell wirklich extrem, extrem im Tief. Also man kann die definitiv mitnehmen. Und wir gehen nochmal runter. Ich habe hier noch mehr Karten. Und zwar kosten die jetzt ein wenig mehr. Also da müsst ihr versuchen, unter 500 die Karten mitzunehmen. Yadel hier, wir wissen, Yadel ist auch eine Karte, die auch immer wieder am explodieren ist und auch wirklich zigtausende Coins, ja gut, zigtausende jetzt nicht, aber wirklich paar tausend Coins wert sein könnte. Otamendi versucht es für 700 zu bekommen, unter 700 wäre auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Preis. Also die Schwankungen, man sieht es, die sind einfach enorm, enorm krass. Manchmal das Bild nochmal ein bisschen größer, dass ihr es nochmal vielleicht besser erkennen könnt, hier im Ganzen. Also, man sieht, die Schwankungen sind krass. In diese 8 Karten könnt ihr definitiv reingehen. Da macht ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Gewinn. Für die Sniping-Füchse habe ich jetzt auch noch was. Und zwar gibt ihr ein Qualität Gold selten. Hier brauchen wir die Verteidiger. Und da ist es so, Jungs. Wir wissen ja, die Tots kommen ja. Und es werden viele SBCs kommen und natürlich benötigen wir da immer wieder Rare-Karten. Und die Rare-Karten sind aktuell auch sehr, sehr günstig und die werden wirklich auch massiv steigen. Die sind aktuell so bei 900 Münzen, was ich vorhin gesehen habe. Snipe die Karten für maximal 800 Münzen. Versucht die
zwischen 700 und 800 Münzen zu snipen. Sollte auf jeden Fall zu den Rewards gar kein Problem sein, weil die kommen ja jetzt schon teilweise auf den Markt, habe ich gesehen. Und, oh, der schmeißt mich direkt raus. Versucht sie wirklich zu snipen, das ist wirklich sehr, sehr nice. Nimmt da so viele Karten wie möglich mit, dann macht sie hier auch mit diesem Sniping-Filter alles richtig. Ja, Freunde, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Mich würde es auf jeden Fall sehr supporten, wenn du ein Däumchen da lassen würdest. Lass gerne auch ein Abo da, wäre auf jeden Fall anders Ehre. Ich bin dann raus, haut rein und ciao.